Ja, auf diesem Bild saß eben gerade noch ein wunderschöner Schmetterling. Entdeckt beim Spaziergang an einem wirklich sonnigen Herbstmoment. Und ich dachte sofort, oh, wie der da sitzt. Die Flügel weit ausgestreckt, die Fühler der Sonne entgegen. Ich habe einen Moment hingeguckt und gesagt, das muss ich fotografieren. Das wird was für die nächste Sonntagsminute, den Moment zu genießen. Ich also mein Handy gezückt, ganz schnell, ganz leise, drücke auf den Auslöser. Zack, weg ist der Schmetterling. Und allen Leuten erzähle ich vor Taufen oder Trauungen, wenn sie fragen, dürfen wir Fotos machen? Sag ich, klar, dürfen sie Fotos machen. Aber denken Sie dran, wenn Sie ein Foto machen, sind Sie im Grunde von dem Eigentlichen dieses Momentes weg, nur noch durch die Kameralinse zu gucken. Das ist was anderes, als direkt davor zu stehen und zu genießen. Und was mache ich? Dabei weiß ich doch genau, Sie wissen doch alle, wie ein Schmetterling in der Sonne aussieht. Und eigentlich hätte es doch gereicht, von ihm zu erzählen und diesen Moment einfach zu genießen. Jesus, der ist mir natürlich eingefallen, der sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich ersetze jetzt mal Plage durch Schmetterling. Es ist genug, dass jeder Tag seinen eigenen Schmetterling hat. Und wenn der da ist, dann genieß den und denk nicht unbedingt gleich schon an morgen und übermorgen und was dann alles sein wird. Den Moment genießen. Ich glaube, das ist was, was die Seele sehr, sehr gut tut. In diesem Sinn, seid gesegnet und behütet.